So, und damit herzlich willkommen erstmal zurück. Wir sind, also beziehungsweise ich und Valide, warum auch Valide gerade weg ist, machen heute etwas Kleines wieder an der Hubble-Töne. Ach, da ist Valide wieder da. Ja, das ist halt der zweite Teil vom Teaser für das Survival-Projekt. Valide baut hier ein kleines Ofensystem, was ihr dann später nutzen könnt, um halt verschiedene Sachen durchbraten zu können. Und wir werden hier einfach erstmal weitermachen. Ich mache hauptsächlich Design weiter von der Hauptbetöne und ihr könnt halt zuschauen. Ich streame auch nicht allzu lange, aber ja, ihr könnt halt gerne zuschauen und Valide baut hier die Technik und so weiter. Und jetzt könnt ihr auch gleich Valide hören und wir hören dann auch Musik. Ja. Dann geht's jetzt los. Ich gehe jetzt zurück in Tor und das wird mal alle. Schau mal, komm mal her. Du musst es einfach so machen, dass So Leute, man hört euch jetzt im das Stream. und das hier soll alles an sein. Also dann macht Ja. man ja ein H. Dann musst du das Ganze nochmal bauen, daneben, für das E. Nochmal, Ach, nochmal, ich nochmal, will was nochmal. anderes bauen. Sind wir jetzt schon blöd? War ein Schalke-Max-Team. Valide, gehen wir Ich da will in was anderes Live-Talk. bauen. Was? Wir gehen in Live-Talk. Okay. Also was soll ich jetzt bauen aus? So. Gehen jetzt weiter. Bauschalkerbox-System, das kriegst du ja. Nein! Oder irgendwas anderes. Ja, was denn? Keine Ahnung, ich habe keine Aufgabe mehr. Ein Master sagt ihm bitte eine Aufgabe. Ich habe auch keine Aufgabe für ihn. So, also man hört euch jetzt halt auch im Stream, noch zur Info. Also, was soll ich jetzt machen, außer das ist richtig. Keine Ahnung. Toll. Okay, das Aber Master, die Aufgabe, die du mir gegeben hast, ist schon echt schwer. Dann mache ich jetzt. Was soll Was mit den denn für eine Emeralds Aufgabe? passieren oder also mit dem Zeug, was man bezahlen muss? Die Was für werden eine Aufgabe schwer? erstmal irgendwo in irgendeine Kiste oder so umgeleitet. Die werden dann später entweder gelöscht oder irgendwie anderweitig genutzt. Was für eine Aufgabe ist schwer? Keine Ahnung. Ach, das ist schon echt kompliziert, Emma. Da kann man nicht einen Villager dahinstellen. Nein. Wieso? Weil das soll auch ein bisschen Technik sein. Oh. Was denn für eine Ich dachte, Technik? du bist der Redstone-Profi. Das musst du dich auch mal Ja, unter das. Beweis stellen. Ich schnauze. Ich hasse das. Machen wir so, wenn es ich schaffe, ich Supporter. Zeig einfach mal, was das ist. Nein. So. Kann halt nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Kann ich Das, das was ich dir wieder gesagt habe. abreißen? Entweder das Ding für Sachen einzulagern, also das, Es muss nichts weißt schon? eingelagert werden. Nichts, es wird nichts ein. Du weißt nicht, was ich meinte. Für Alex, also entweder das Shulkerbox-System oder das Anzeigedisplay. Beides Ja. ist. Das Anzeigedisplay ist doch viel einfacher, oder, Master? Ich finde das Anzeigedisplay einfacher. Ja, gucke ich auch. Aha. Das ist wirklich Ja, einfach. gibt's sonst Du noch musst irgendwas bloß anderes? zwei verschiedene Varianten machen. Du brauchst zwei verschiedene Inputs für die Lampe. Also du brauchst einen Bildschirm mit verschiedenen Redstone-Lampen, brauchst du zwei verschiedene Inputs. Und die musst du dann nur wechseln können. Per Richtig. Knopfdruck oder Hebel, keine Ahnung. Wenn du Supporter werden willst, musst du auch den Spielern zum Beispiel, falls ein Spieler wissen will, wie man sowas baut, musst du dem ja auch irgendwie was sagen können. Du kannst mir nicht einfach sagen, ja, keine Ahnung, tschüss. Du bist dein Supporter. Ja. Ja, aber wenn ich mich für den normalen Discord bewerben wollte, dann geht's auch nicht, oder? Dafür musst du halt andere Sachen können und für den Ja, was normalen denn? Discord. Was muss ich da können? Für den normalen Discord haben wir dich halt erstmal noch nicht angenommen. Punkt. Ja, toll. Was muss ich da können? Weiß ich nicht. Nix. Für den normalen Toll! Discord haben wir dich halt erstmal noch nicht angenommen. Du hast dich jetzt Ja, hierfür aber beworben und was wir muss haben ich da dir. können? Weiß ich nicht. Oh, Das ich habe ist einen so krass. No-Emote-Chat Immer an. wieder auf die Frage rausgeht. Das ist aber Zeug, wir Du schieben hast ihn dich nicht jetzt mehr. hier beworben und Wir was muss haben ich da dir. können? So. So. Okay.
Cyberster. Tom, schaust du mal kurz in meinen Stream? Du wirst mal gucken, also ich möchte bloß mal deine Meinung wissen. Zum erstens meinen Stream overlay und zweitens zu der kleinen Sache, die man hier in Echo, sieht man mal, kann ich das irgendwie zeigen? Warte, ich muss mal was anderes gehen. Ja, meine Maus sieht man nicht. So, jetzt sieht man meine Maus? Keine Ahnung. Ich find's ja okay, aber irgendwie scheiße. Ich glaube, ich find's schon eher scheiße. Ich glaube, ich mach diese Sache wieder raus. Das ist irgendwie doof. Ja. Mit dem L-Master. Also, wenn du selbst alles da gemacht hast, du hast dir viel Mühe gemacht. Aber, es ist scheiße. Mach einfach nur das. Also, du musst auf jeden Fall Vollbild machen. Das ist echt es scheiße. Es ist ja Vollbild, aber es ist halt. Der Rand umherum ist größer als das Bild in. Ja, weil es sollen hier noch ein paar andere Sachen hin, nämlich es sollen hier noch eine kleine Anzeige hin und sowas. Ich mach's vielleicht noch ein bisschen größer, dass man ein bisschen besser das Bild sieht. Das könnte ich noch machen, ja. Genau. Mach ich vielleicht. Es wird noch überarbeitet. Es ist nur. Hä? Vor uns kam der Rauch durch. Jetzt kommt er nicht mehr durch. Machen wir so ein Schiff weit raus. Move. Jo. Nein, der Teppich hört das auch auf. Das ist doof. Gibt es irgendeinen Block, der das nicht aufhält? Ich will ungern hier mit Falling Blocks arbeiten. Master, das ist scheiße. Kann man das bitte nicht mit dem Villager machen? Das ist halt sonst nicht idiotensicher. Warum ist das nicht idiotensicher? Also warum soll man das... Ich schmeiß alles rein. Ja, dann wird das einfach aussortiert. Mach doch einfach ein Sortiersystem erstmal, wo einfach die Items... Nein, stell mal vor, man schreibt alles rein. Was? Ach so. Stell mal vor, man schmeißt alles, was man so... einfach nicht idiotensicher. Dann wurde es einfach durchgebrochen. Hätte ich auch. Das ist ja egal, ob man alles rein wirft und dann alles gleich durchgebraten wird. Also ich mache den... also ich würde es jetzt so machen, anders geht's nicht. Sagen wir mal, dass da wäre weg. Dann mache ich es jetzt so, man hat hier... wie viele Gerichte sind das? 1, 2, 3, 4. 8 Gerichte passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Man hat 8 Gerichte und 8 Knöpfe. Und zwei Liter. Nein, sowas mache ich nicht. Das geht nicht, der Master. Doch, das geht. Also ich kann die Technik auch selber machen, aber das erstens habe ich gerade keine Lust zu. Und zweitens wollte ich jetzt erstmal das Design weitermachen, weil ich jetzt auch einen Stream angemacht habe. Es ging nur, wenn du für jedes Gericht einen eigenen Dings machst. Du kannst ja auch so machen, dass es drei. Ich habe noch eine Idee. Was wäre, wenn du eine Trichterstraße machst, wo es für jedes Gericht jedes Gericht... Es ist 22 Uhr. Das ist ja so krass am Nerven.
Kommt das jetzt bei jedem eine halben Stunde? Nein, das kommt volle Stunde. Oh, ey Master! Oh, hier gehst du einen auf den Nerven. Sorry. Du kannst die Minecraft Sounds ausmachen. Willst nicht wissen, was wir alles hier geplant haben. Also, komm mal runter. Ich will dir mal bloß das mal erklären. Stell dir mal vor, das ist die Trichterstraße. Das ist Küstplöcke. Ja, bloß mal zum Vorstellen. Und jetzt für jedes... Mal was. Ich stell mir das nicht vor, ich baue es einfach. Und nur erstmal zum bildlichen Darstellen. Und jetzt machst du für jedes Gericht einen Output, wo du beide Items rausnimmst. Also quasi... Wieso klingelt es jetzt schon wieder wegen 22:01? Das hätte eigentlich nicht klingeln sollen, da ist irgendwo ein Fehler. Aber das ist ja lustig. Man könnte jede Videoregel reinmachen, das wäre kein Problem. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja. Dass es eine Trichterstraße gibt. Für jede Sache gibt es ein Output. Das könnte ich mir so vorstellen. Warte mal. Wenn ich mir das in Discord anschaue. Also, wir haben hier. Na gut, das ist vielleicht doch nicht ganz so. Ist nicht. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Oh, das merkst du früh. Das System. Valide. Ich wollte nur klingeln für 22:02. Gleich. Da. Ah, valide. So. Ja, ich hab jetzt gehört, wirklich. Man könnte auch über eine Wasserstraße agieren. Dass man sagt, es gibt eine Wasserstraße, die dauerhaft die Items immer ringsrum spült. Also dauerhaft ringsrum spült. Bis. Oder wie, warte mal. Hier. Das könnte man alles machen oder man könnte ein Rechtsklickblatt machen. So ungefähr. Nein, den machen wir nicht. Hä? Dame Villager! Ich kopflos! Koch mal an, du bist krank. So. Dass man ja quasi eine Wasserstraße macht, die dann dauerhaft erstmal das erstmal hier drüber spült. Genau, ich habe noch eine andere Sache. Ich überlege gerade mit, wie man das am besten machen kann. Hey Master, ich habe eine Idee, wie ich es mache. So. Also, erstmal Effekt. GIF. Validi. Was? Slash NV. Slash NV. So geht's auch. Also, Herr Master. Was nehmen wir, könnte man als Wasserstraße nehmen? Also. Mit Commands kann ich arbeiten, gell? Du kannst auch mit Commands arbeiten, wenn die nichts irgendwie kaputt machen. Nee, die würden dann nur über der City, also da wo wir gerade glaube ich sind, pro Sekunde so 1000 Blöcke TNT setzen. Ist das okay? Nein. Herr Master, nimm doch bitte nicht alles ernst. So. Was machst du? Das ist alles schon klein. Ja, ich bin gerade was im Überlegen. Es ist mal ein bisschen schwierigere Sache. Ja, deswegen habe ich ja gerade eine Idee, wie man es gut umsetzen kann. So, Master. So sieht das aus. Fertig. Tschüss. So. Also, mein Plan ist. Kommt so eine scheiß Nachricht. Mein Plan ist, man hat einen Knopf. Und ein Trichter, also dein Tisch oder irgendwas für Sachen einzuzahlen. Ja. So. Dann, man drückt den Knopf, dann auf den Schildern steht so immer, welches Gericht man gerade ausgewählt hat und was man bezahlen muss. Das werde ich dann alles schön machen.
Dann steht ja zum Beispiel Gericht 1. Das will man aber nicht, dann drückt man einen Knopf, dann steht da Gericht 2, Gericht 3, Gericht 8. Dann wieder drücken, dann steht wieder Gericht 1 da, weil es ja ein 8 gibt. Und wenn das da will ich ja gerade vermeiden. Dazu. Und wenn da steht, man muss einen Stein und ein anderes Heat als Bezahlung einwerfen, wirft man das da ein. Und dann sieht man, wie der Ofen angeht. Und dann wird das Zeug ausgeschmissen. So. Das ist aber nicht der Sinn der Technik. Aber anders geht's nicht. Doch, es geht anders. Du bist Redstoner. Du weißt, es geht viel mit Redstone. Ich glaube, das wird der beste Clip von dem Ding jetzt. Wie du deinen Kopf schützt. Ist denn überhaupt ein Zuschauer da? Ja. Ach, sehr. Was ist ein Zuschauer da? Hallo. Einer bist du, einer bin ich. Und noch irgendjemand. Ja, ich glaube, das ist Engling da. Das ist jemand, der einfach. Ich finde es natürlich super, dass er einen Link reinsendet zu seinem Twitch-Account. Ja, ich bin gerade dabei. Kriegst Mod. Was? Du bist Mod. Ich bin Mod? Ja. Ich bin Mod. Gut, dann lösche ich jetzt die scheiß Nachricht. So. Ich will machen, okay? Seit wann bin ich denn Mod? Ich hab dich mal Mod gemacht. Aha. So. Wo hab ich die Nachricht? Jo. Spieler. Einfach timeouten. Ja. Ja, wo geht das? Hä? Mod-Ansicht. Ja, bin ich schon. Benutze deine Bescheid. Warte, ich komme auch in die Mod-Ansicht. Hä, aber der steht ja nicht. Weil das. Hä? Weil. Wer ist alles bei dem Mod? Auch relativ viele. Oh je. So. Ich kann immer nachgucken, wer alles bei mir Mod ist. Es ist kein großes Ding. Da gehe ich kurz auf Community Rollenverwaltung. Bei mir ist Code 904 Mod, Deremu, Fyrox, Pixplex, Redstone Excel, ReStreamBot, TechCraft, nicht TechCraft, sondern TechFabian, Valide, Solby und Zerklickt. 10. Die meisten wissen es bestimmt gar nicht. Und Georgie und Ladebalken. Nein. Das ist doch ein Spaß, M-Master. So, M-Master, das geht nicht. Stell mal vor, man wirft. Ich werfe jetzt da mein Fleisch rein und mein Emma rein. Ich stell mal vor, ich will das hier als gebraten, okay? Ja. Ach nee, das ging einfach nicht. Ach. Wir suchen jetzt eine Technik, eine Variante, damit das ich geht. Ich mach das so. Nein, wir machen das irgendwie anders. Wir überlegen jetzt so lange, bis uns was einfällt. Valide, nachdenken. Nachdenken hilft.